Wenn ich jetzt hier diesen Code oben ausführe, müssten wir unten links jetzt so einen Laufbalken kriegen. Das tun wir auch. Jetzt kriegen wir hier quasi so eine kleine Mini-Grafik. Es zeigt uns auch an, so viel Prozent, so viele Zählen gemacht von so vielen Gesamtzählen. Und wir kriegen unten immer dieses kleine Fuhrschaubild. VBA heißt auch, Sachen auf Holzwegen zu Ende zu gehen. Das heißt, solche Sachen gibt es nicht vorgefertigt. Die muss man selber bauen. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Mac von Computer Systems for You. Heute schauen wir uns mal an, wie wir unserem Benutzer etwas mehr Rückgabe geben können bei längeren Operationen. Und zwar zum Thema Fortschrittsbalken. Wie kann ich das am besten lösen? Wie können wir dem Benutzer das zeigen? Welche Optionen stehen uns zur Verfügung? Ich blende mich wieder in die Ecke runter, das Übliche. Und ich muss hier kurz mal den Rahmen wegnehmen, sonst kriege ich hier die Krise. Ich würde gerne eine neue Arbeitsmappe erzeugen. Und zwar nennen wir das dann hier einfach mal Fortschrittsbalken. Wir werden hier eine Operation generieren, wobei vielleicht wäre Fortschrittsbalken sinnvoller gewesen. Speichern unter, durchsuchen. So, Fortschrittsbalken, mach mir mal ein XLSM draus. Ist ja egal, es soll nicht so schnell laufen. Ich mache jetzt kein XLSB, keine Binärdatei, sondern eine normale, offene Makrotabelle. So, damit haben wir es geschafft, dass wir XLSX können wir dann löschen, weg damit, wir haben jetzt hier die XLSM. Und hier drinnen soll es bitte laufen. Ich möchte jetzt den Code öffnen mit Alt+F11, auch hier habe ich Rubber Duck noch immer am Laufen. Wie gesagt, das ist eine Erweiterung zum IDE, zum VBA-Editor, sorry. Und das können wir zumachen. Das erste, was ich hier machen würde, ist, dass ich hier einen Namen gebe. Fortschritt. Und zwar, damit ich damit auch arbeiten kann im Code, sollte ich dieser Tabelle einen Namen geben. WS Fortschritt. So, als erstes machen wir uns mal einen neuen Code, ein Code-Modul. Wir werden diesmal auch ein Formular benutzen, eine User-Form. Das heißt, wir haben hier dann eine FRM, nenne ich das, Form Fortschritt und die Sub-Fortschritt oder Modul-Fortschritt, besser gesagt. Okay. Es hilft uns das noch nicht viel. Was wollen wir denn für eine Operation machen? Ich habe mir überlegt, wir machen hier mal 1, ist gleich das, plus 1. Wie viel machen wir denn? Hier so weit nach rechts, 27, 28, das kleiner machen. So, weiß ich nicht, 50 Stück oder so, das müsste schon ganz gut hinkommen. Dass wir 50 Spalten machen. Und ist gleich das plus 1. Wie weit kommen wir da runter? Bis 36, 37. Machen wir 37. So, und in diesem Bereich möchte ich alle Zellen der Reihe nach durchmarkieren. Das, wir wissen ja schon, Select-Anweisungen brauchen unglaublich lange. Das heißt, wir machen das von hellgrün. Und das ist unser Bereich, in dem wir bleiben möchten. So, ich mache das hier mit einem dicken Rahmen außen. Das ist unser Bereich. Alles andere können wir uns jetzt dann anschauen. Das heißt, wir wollen erstmal eine Schleife haben. Das heißt, wir machen hier ein Modul, also eine Prozedur besser gesagt. Fortschritt anzeigen nenne ich das einfach mal. Lokale Variablen deklarieren. Lokale Variablen definieren. Und hier dann der Code. Ich überlege gerade, ob wir das nicht hier auf verschiedene Module aufsplitten, aber ja, schauen wir einfach mal, wie wir das am besten lösen können. So, wir werden jetzt hier in der lokalen Variable brauchen wir auf jeden Fall erstmal einen Spalten- und einen Zellenzähler. Das heißt, wir brauchen hier einen Zähler, also aktuelle Spalte, sage ich jetzt mal. Es reicht uns Integer, eigentlich reicht uns auch für die aktuelle Zeile eine Integer, aber es ist immer, gehört zum guten Programmierstil, hier auch wirklich die richtige Variante zu nehmen. Long, es könnte ja viel länger werden. Außerdem habe ich eine Obergrenze. Ich habe hier aktuelle Spalte max as Integer und aktuelle Zeile max as Long. So, Korrektur. So, die maximale aktuelle, also Spalte max ist besser und Zeile max. Mach mir mal die Zeile max. Entspricht 37. Weiter wie 37 wollen wir nicht herunterkommen. Und von den Spalten her kommen wir auf 50, auf AX. Spalten sind 50. Spalte max sind 50.
So, damit können wir schon mal gewährleistet, wir können eine Obergrenze definieren. Es soll jede Spalte durchlaufen und in dieser Spalte immer jede Zeile. Und ja, das heißt, wir fangen hier oben an und selektieren quasi alles der Reihe nach unten durch. Dann springt er nach B1, geht wieder nach unten, soll nach C springen, wieder nach unten. Zwar so lange, bis er hier unten durch ist. Wenn er hier ankommt, ist er fertig. Das ist unser Ziel. Das sollte relativ lang dauern. Dann haben wir hier, können wir sagen, die erste Schleife, gehe alle Spalten durch als Beispiel. Das ist dann, ich mache es mit einer einfachen Vorschleife. Die aktuelle Spalte entspricht dann von der Spalte 1 gehen wir bis zur Spalte Max, wenn wir das eben möchten. Next, aktuelle Spalte. Zweite Schleife, gehe alle Zeilen innerhalb der aktuellen Spalte durch. Das heißt, wir machen hier vor aktuelle Zeile ist gleich auch wieder Zeile 1 bis Zeile Max. Next, aktuelle Zeile. Und hier drin machen wir einfach mal, damit wir was zum Anschauen haben, einfach nur die Worksheet Fortschritt. Da greife ich auf die Zellen zurück. Ich möchte auf die aktuelle Zeile zurückgreifen, auf die aktuelle Spalte. Und bitte selektiere mir einfach das Element hier, was wir gerade haben. Das wird jetzt relativ schnell durchlaufen, aber wir schauen uns mal an, was es jetzt macht. Wir werden das jetzt einmal starten, F5, und man sieht hier ganz schnell, wie der Balken durchläuft, genau wie ich das erwähnt hatte. Stehen bleiben tun wir dann ganz unten bei AX37 und wir können das beliebig oft ausführen und jetzt hätte ich gerne einen Fortschrittsbalken. Und damit alle verbundenen Vor- und Nachteile. Es gibt jetzt drei sinnvolle Optionen, was wir machen können. Wir können mit Shapes arbeiten auf dem Blatt. Wir können eine Statusbar benutzen, die in Excel eingebaut ist. Und wir können ein Formular benutzen. Wir sehen uns in diesem Video, das wird länger, sehen wir uns alle drei Optionen an. Wie kann ich mit Shapes arbeiten? Wie kann ich diese Statusbar sinnvoll befüllen? Und wie kann ich das Ganze im Formular darstellen? Dazu muss ich erstmal ein paar Kleinigkeiten vorbereiten. Und zwar, es sieht so aus. Wir brauchen erstmal, müssen wir wissen, wie viele gesamten Elemente wir bereits haben. Das heißt, also wie viele gesamten Elemente vorhanden sind. Anzahl gesamt, sage ich jetzt mal, as long. Das kann eine größere Zahl werden. Und die Anzahl gesamt ergibt sich aus der Spalte Max, die wir haben, mal der Zeile Max. Wir müssen ja jede Spalte durchlaufen und haben immer 37 Einheiten in dem Fall. Geht bis hier rüber und wenn ich die Höhe mal der Breite multipliziere, dann haben wir die Anzahl der Zellen, die wir ansprechen müssen. Ja, wie gesagt, heute wird es wieder ein bisschen mathematischer. Wer sich da nicht ganz zurecht findet, einfach in die Kommentare, damit ich versuche, die dann entsprechend zu beantworten. Das heißt, wir wissen schon mal, das ist unsere absolute Obergrenze, die Anzahl gesamt. Also das ist das, wo wir hin möchten. Okay, wir gehen hier durch. Hier ist unser Fortschritt. Wie kann ich das jetzt machen? Es gibt jetzt hier eben einmal diese Statusbar, die hatte ich im letzten Video gezeigt, die ist ganz unten hier, Barrierefreiheit, keine Probleme hier zum Beispiel, das wäre, wo bereitsteht, das wird eingefärbt, da kann ich einen Text drüber schreiben, ich kann es mal kurz zeigen, gehen wir mal nach rechts, ups, so war das nicht gedacht, hier rüber, bin zu weit, ich bin auf den rechten Schirm, und ich kann hier im Direktbereich durchaus einstellen, dass wir zum Beispiel sehen möchten, ja, er soll uns das machen, also ja, debug.print, er soll uns das in der Geschichte hier ausgeben. Es ist dann, in dem Fall wäre das 50 mal 37, haben wir 1850 Schritte, die wir gehen müssen. Die Anzahl Zellen gesamt, nicht, das mal ist besser. Anzahl Zellen gesamt ist Spalte Max mal Zeile Max. Sind 1850 in unserem Beispiel. So, das läuft da alles durch. Ich kann auch hier wieder starten, da passiert nichts. Er hat es nur einmal die Zahl berechnet und das war's. Das kann ich jetzt auf Variable ändern. Gehe auf bis Spalte 55 zum Beispiel oder gehe halt bis 50 Zeilen runter. Also jetzt kann man das verlängern und verkürzen, wenn wir das für richtig halten. Schön wäre es, wenn wir erstmal wissen würden, wo sind wir gerade. Die Zellen gesamt haben wir. Und dem aktuelle Zelle. Nummer würde ich sagen, as long. Ich muss irgendwie die aktuelle Zeile oder die aktuelle Zelle, in der wir arbeiten, müssen wir irgendwie definieren können. Und wie kriege ich das hin?
aktuelle Zelle nochmal berechnen. Wie kriegen wir das am einfachsten hin? Naja, wir haben hier unsere aktuelle Zelle Nummer. Entspricht welchen Wert wir haben, schreiben wir mal ins Blaue rein. Unsere Spalten, die wir haben, die aktuelle Spalte, in der wir stehen, mal, für jede Spalte haben wir theoretisch ja 37 Einträge in diesem Fall, mal der Zeile Max, das sind unsere Einträge, die wir nach unten gehen, weil wir eben bei 1 starten, mal Zeile Max. Und dann müssen wir aber dazu noch die aktuelle Zeile dazu nehmen. Also wo wir gerade stehen. Das heißt, theoretisch haben wir hier, wenn wir durch die erste durch sind, haben wir 37, sind wir hier in der dritten Zelle, haben wir 37 plus 340. Jetzt stimmt diese Berechnung aber nicht, weil jetzt haben wir immer eine Spalte, immer auf 1, wenn die beginnt. Das heißt, wir haben hier, solange wir hier drin sind, schon eine Spalte durch quasi. Das heißt, wir müssen hier eine Spalte abziehen. Es wird heißen, 1 mal Zelle Max plus aktuelle Zelle. Wenn ich hier in der fünften Zelle bin, habe ich quasi jetzt schon 37 und 5, 42 Einträge. Das ist natürlich zu viel. Ich muss in der Spalte, ist das Rubberduck ein bisschen hinderlich, von der Spalte muss ich 1 abziehen. Ich möchte hier bei dieser aktuellen Zelle oder Zelle, in der wir arbeiten, möchte ich ja nicht die erste Spalte, wenn ich in der ersten bin, schon voll rechnen, sondern ich muss eine abziehen. So, das heißt, wenn wir das hier so machen, werden wir debug.print und exit vorschreibe ich einfach mal ins Blaue rein. Wenn wir das machen, debug.print wäre schön gewesen, aktuelle Zelle Nummer, so, dann kriegen wir 1814, er schreibt uns das auch hier hin. Achso, er hat jetzt für jede Zelle reingeschrieben, was das jetzt ist, für jede Spalte 1, 38, 75 und so weiter. 37 plus 1, wir haben mit 1 begonnen, dann kommen wir hier rüber mit 38, dann kommen wir auf 75, weil 2 mal 37 quasi voll sind, plus 1, das sind 74, also 37, 60 und 14 sind 74 plus 1, 75, also unsere Berechnung stimmt. Gut, wir wissen schon mal, wo stehen wir jetzt. Das heißt, wir können einen Fortschritt berechnen. Wir haben die gesamte Anzahl, wir wissen, wo wir gerade stehen. Als nächstes hätte ich gerne hier eine Integerzahl ohne Nachkommastellen, und zwar ist der Prozent aktuell S. Das würde ich als Integer tatsächlich generieren. Und die Prozent aktuellen Prozentwerte errechnen. Und die aktuellen Prozentwerte haben wir entsprechend hier. Also ich mache das jetzt nicht in der Spalte, sondern eben wirklich in der Zeile, damit ich eine möglichst hohe Aktualisierung habe. Warum das nicht so optimal ist, das sehen wir uns dann später an. Die Prozent aktuell sind was? Die Prozent aktuell errechnen sich dadurch, dass wir sagen können, wir haben unsere gesamte Anzahl an Zeilen. Genau, das müssen wir so machen. Gesamte Anzahl an Zellen, so. Das entspricht 100%. Wir müssen hier einen Dreisatz bauen. Unsere aktuelle Zelle, in der wir uns befinden, Zellennummer ist es eigentlich, die ist dann unser gesuchter Wert x. Also x ist es in dem Fall nicht. Wir haben jetzt hier die Prozent aktuell. So, das heißt, wir können das jetzt mit Dreisatz aufbauen, Diagonale multiplizieren, dividiert durch den gesuchten Wert. Die andere Achse müssen wir hier den Wert dividieren. Das heißt, unser Prozent aktuell Wert ergibt sich aus der aktuellen Zellennummer, aktuelle Zellennummer, multipliziert mit 100, dividiert durch die gesamte Anzahl der Zellen, die wir haben. Und das haben wir schon, die Anzahl Zellen gesamt. So, damit erreiche ich eben jetzt einen Prozentsatz zwischen 0 und 100. Das können wir aber hier wieder rausschmeißen, das war jetzt nur zum Demonstrieren. Das können wir eigentlich auch hier so lassen. So, aktuelle Zellennummer berechnen. Achso, und hier die Prozentzahl berechnen. Es ist natürlich so, dass wir jetzt für jede einzelne Zelle, die wir anfassen, machen wir diese Prozent aktuell Geschichte. Jetzt könnten wir theoretisch, ja, wie machen wir das am besten? Wenn wir sagen, wir machen das mit einer
Muss gerade überlegen. Ich habe hier das mich ein bisschen mitnotiert, was ich hier am besten machen kann. Statusbar, da müssen wir dann später noch schauen. Ja, wir könnten hier eine Dingens machen. Modulo könnte man einbauen. Ein Modulo ist quasi eine Restwertberechnung. Also das müssen wir ein bisschen mathematisch werden. Das heißt, ich mache hier mal einen Modulo Divisor, nenne ich das einfach mal. Und das ist das eine gerade Zahl? Das ist eigentlich immer eine gerade Zahl, Integer. Mach mir hier mal eine Modulo-Ergebnis auch noch rein. S double dieses Mal. S double. Ich muss ja wissen, ob das Ergebnis dann eine Nachkommastelle hat. Daher brauche ich eine Double-Zahl oder eine Single, denn Double ist besser, weil die ist genauer. Ob das denn wirklich jetzt hier eine Double ist oder nicht. Also ob das eine Nachkommastelle hat. Was ist Modulo? Für alle, die sich mathematisch nicht so recht damit auskennen, Modulo, da kann ich sagen, ich habe eine Ausgangszahl, die dividiere ich durch eine andere Zahl und den Restwert nach dem Komma möchte ich mir ausgeben. Wenn ich sage, ich habe die Zahl 10 und ich habe den Modulo von 5, dann dividiere ich 10 durch 5, ergibt 2,0. Und den Zweier vergessen wir vorne, die Ganzzahl, und hinter dem Komma kriegen wir 0,000. Und jetzt kann ich sagen, mit einer Abfrage, wenn das 0 ist, der Restwert, wenn der 0 ist, durch Modulo, dann soll irgendwas passieren. Weil dann kann ich sagen, ich mache das nur alle 20 Mal, alle 20 Zellen, alle 50 Zellen einmal die Aktualisierung und nicht bei jeder Zelle. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein Modulo berechnen möchten, Modulo berechnen, und wir müssen hier den Modulo Divisor einmal einstellen. Ja, Modulo Divisor, das ist, wie oft wollen wir aktualisieren? Alle 25 Zellen, alle 50 Zellen, jede Zelle. Sagen wir mal, wir gehen hier auf 10. Wir wollen alle 10 Zellen, wollen wir einmal eine Aktualisierung ausführen. Dann können wir jetzt den Modulo berechnen und können sagen, hier, bitteschön, wir nehmen jetzt unsere Modulo-Ergebnis. Man könnte alles in eine Zelle schreiben. Ich möchte es aber hier, ja, Einfachheit halber hier reinsetzen. Unsere aktuelle Zeilennummer oder Zellennummer, aktuelle Zellennummer, möchte ich mit dem Operator Modulo behandeln, und zwar mit unserem Modulo Divisor. Wie gesagt, das ergibt zum Beispiel bei 10 ist das 10 durch 5 zum Beispiel, 10 durch 5 gleich 2,0. Restwert gleich 0,0 zum Beispiel. Alternativ könnten wir sagen, was machen wir denn hier? Wenn ich jetzt machen wir hier mal, wenn wir sagen bei 3, ich bin jetzt im Buchrecht nicht so sonderlich begabt. Sagen wir mal ein Viertel, 0,25, wenn wir durch 4 gehen. Dann sagen wir hier, wir haben hier bei 4 zum Beispiel, ich habe zum Beispiel aktuelle Zelle 4. Oder wir sind jetzt in der Zelle 3, wir wollen Modulo von 4 haben, dann wäre das 0,25. Das heißt, der Restwert entspricht dann nicht mehr 0, sondern 2,5. So wäre es eigentlich gedacht. So, und dann ist es das aber nicht mehr 0 und mit dem kann ich arbeiten. Ich hoffe, ich bin da nicht absolut zu schnell. Wie gesagt, ansonsten bitte Fragen in die Kommentare rein. Jetzt können wir sagen, okay, die ganze Fortschrittsgeschichte ist also weit schon ganz okay. Berechnen können wir das sowieso immer wieder. Aber die ganzen Statusgeschichten sollen nur dann gemacht werden, wenn dieser Modulo zutrifft. Das heißt, wir haben hier ja, Statusanzeigen nur aktualisieren, wenn Modulo gleich 0 ist. Das heißt, wir haben unser, wenn das Modulo Ergebnis gleich 0 ist, dann dürfen wir hier reingehen. Ansonsten nicht. Debug.print, die aktuelle Zellennummer. Ich möchte hier einfach hier unten immer wieder die Zelle mal sehen, was passiert, wenn ich diesen Code ausführe. Jetzt sehen wir, dass wir hier, wir haben eingestellt 10. Immer wenn die Zahl durch 10 ohne Rest dividierbar ist, also 10, 20, 30, 50, 100, 1000, dann wird das ausgeführt. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jede 22. Zelle das haben, hier nochmal löschen bitte und nochmal ausführen, kriegen wir jetzt immer, die Zahl ist immer durch 22 dividierbar, weil immer 0 Rest rauskommt.
Das heißt, wenn ich mir das anschaue, Kalk, und gehe auf 1848 durch 22 gibt 84. Funktioniert. 1672 durch 22 ergibt 76. Wenn ich jetzt hier nehmen würde, 1847 durch 22 habe ich hier hinten 9, also 0,954, 545 und periodisch. Das heißt, das hier ist unser Ergebnis, das wir kriegen. Und das ist halt nicht 0. Und daher funktioniert das dann auch nur dann hier drinnen, wenn der Modulo eben 0 ergibt, der Restwert. Ist mir klar, dass das nicht jeder weiß, macht aber nichts. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, wenn ihr das mal gesehen und gehört habt, für was das ist. Modulo findet man recht häufig in der Programmiererei. Also das bei Programmierungen allgemein ist nicht nur in VB, ist auch in Java oder in Python habe ich es auch schon benutzt. Das ist recht praktisch, wenn man sagt, ich möchte jetzt eine Berechnung nicht immer wieder für jede Zelle durchführen. Das heißt, ich könnte auch hier auf 1 gehen, damit es ist alles durch 1 dividierbar und jetzt kriege ich theoretisch, das habe ich hier nicht mit der Anzeige, und das würden wir jedes Mal diesen Code hier ausführen. Ich würde sagen, uns reichen aber 25 Zellen. Ab 25 Zellen darfst du einmal eine Aktualisierung machen. So, das heißt, wenn wir jetzt den Debug.print machen, aktuelle Prozent, und dann kann ich hier sagen, ups, und Prozent aktuell heißt das. Prozent aktuell. So, wir löschen hier unten den Debug-Bereich und schauen mal, was passiert. Jetzt haben wir alle 25 Stellen, machen wir das einmal und kriegen jetzt immer wieder die Prozente, die wir aktuell haben, gerundet, und zwar immer abgerundet. Da wir hier oben eine Integer haben für die Prozent aktuell, wird das immer abgerundet. Wenn ich ein Nachkommaergebnis habe, es kommt 5,4 raus, wird es 5,0. Also Komma 0 gibt es ja nicht, weil Integer hat einfach keine Nachkommastellen. Ist einfach 5. So, damit haben wir unsere aktuellen Prozente. Das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, die Anzeige kommt jetzt nicht bei jedem Mal, sondern nur bei jedem 25. Mal. Ich kann jetzt den Divisor auf 1 stellen und nochmal laufen lassen. Jetzt kriegen wir sehr viel häufiger die gleichen Prozentwerte. Wenn wir halt jetzt für jede Zelle auf Basis unserer Gesamtzellen berechnen, okay, wie weit geht das, was wir hier haben? 99, 98 und so weiter. Ich könnte das natürlich jetzt noch erweitern, wo ich sage, welche Zelle ist das? Und Zelle und aktuelle Zelle Nummer von Gesamtzellen, wenn nicht schlecht zu sehen. Und die Gesamtzellen sind die, haben wir oben gehabt, Anzahl Zellen gesamt. So, jetzt machen wir hier so eine kleine Formel. So, jetzt schreibt uns das auch hin, wo er gerade ist, dann ist das besser nachvollziehbar. Die Prozente steigen. Man sieht halt, okay, 19% hatten wir noch bei 1048 von 1850, und wenn wir nach unten gehen, sind wir auf 100. Das ist nur, damit man das bisschen referenzieren kann, wie ich dazu komme. Das heißt, wir haben jetzt schon mal die Angabe an Prozent in einem Vollwert ohne Nachkommastellen. Wir können hier auf die Inhalte gehen. Wie viele Zellen haben wir also wie viele Gesamtzellen? Wo stehen wir gerade? Auf welcher Position? Und das stimmt auch. Und das Modulo ergibt halt immer nur dann einen Wert zurück, 25, wenn ich eben hier jede 25. Stelle habe. Also wenn 25 durch 25 funktioniert es. Bei 0 durch 25 ergibt es auch einen Restwert von 0, geht auch. 50 geht auch, Restwert durch 0, 48 geht nicht, da haben wir eine Nachkommastelle. Und daher laufen wir in das Modulergebnis und dann rein, wenn wir denn wirklich hier ein Ergebnis durch 0 dividierbar sind. Und wir können damit die Laufzeit stark erhöhen. Okay, jetzt haben wir hier mehrere Möglichkeiten, was wir machen möchten. Ich überlege, das Ganze etwas einfacher aufzubauen. Wir müssen jetzt hier nicht zwangsläufig immer alles in einem Modul schreiben. Wir können das Modul auch aufsplitten und damit auch etwas besser lesbar machen. Ich kann jetzt sagen, ich mache hier eine Sub und ich möchte hier zum Beispiel drei Module generieren. Und zwar einmal für die Status Bar. Also das ist die Excel Status Bar, nenne ich das mal. Dann haben wir einmal das VBA-Formular. Und wir haben einmal das in Excel auch wieder ein Objekt, sage ich jetzt, und eine Grafik. Excel-Grafik, sagen wir mal. Das sind unsere drei Optionen, die wir haben. Und die möchte ich jetzt der Reihe nach aufrufen. Rufe Aktualisierung der Statusbar auf. So.
Hier macht man einen Call aus dem Mod. Fortschritt müsste man nicht machen, aber dann schlägt mir IntelliSense gleich alles richtig vor. Excel Statusbar. Rufe Aktualisierung des Formulars auf. Haben wir jetzt noch nicht, aber das ist nicht wichtig. Call Mod Fortschritt und hier habe ich dann das Formular. Call. So, hier haben wir nochmal Rufe Aktualisierung. Der Grafik auf. Wir schauen uns alle drei Möglichkeiten an. Call, Mod, Fortschritt, Punkt. Und hier haben wir die Grafik. Wenn auch nichts drin steht, macht das nichts. Das heißt, wir laufen hier rein. Wenn das Modulergebnis 0 ist, dann macht ihr hier die drei Sachen durch. Das müssen wir noch ein bisschen anpassen, damit das hinhaut. Das mit dem Call müssen wir uns anschauen, denn wir müssen ja hier dann noch Argumente übergeben. Wir brauchen zum Beispiel hier, bräuchte ich die aktuellen Prozent. Aktuelle Prozentzahl als Integer muss ich hier anfordern. Ich muss ja mit dieser Prozentzahl arbeiten können. Dann habe ich die aktuelle Zellennummer als Long zum Beispiel und ich habe die gesamten Zellen als Long. Das brauche ich auf jeden Fall. So, das möchte ich gerne kopieren. Das brauchen wir für alle drei. Denn die haben ja keinen Zugriff auf die internen Variablen, die wir oben generieren. Das sind ja lokale Variablen, die nur in dem oberen Modul da sind. Unten weiß ich ja nicht, dass es die Variable Modulo-Divisor gibt, zum Beispiel. Das heißt, hier kann ich dann entsprechend dann anfangen zu arbeiten. Damit ich jetzt den Aufruf starten kann, muss ich aber per Klammer sagen, ich übergebe irgendwelche Werte. Wir haben einmal diesen Prozentwert, das ist bei uns der Prozent aktuell in diesem Modul, ist schon ein Integer. Dann haben wir die aktuelle Zellennummer. Das ist die aktuelle Zellennummer. Und wir haben die Gesamtzellen. Das ist die Anzahl der Zellen gesamt. So, und das machen wir jetzt für alle drei, weil alle drei brauchen diesen Aufruf. Die fangen zwar damit noch immer nichts an, aber ich kann das immer noch ausführen. Da dürfte nichts passieren. Er läuft durch. Hurra. Mehr macht er nicht. Wir haben immer noch keine Statusanzeige. Das ist natürlich nur exemplarisch gezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel 500.000 Dateninhalte kopiere, verschachtel in Arrays oder in Collection schiebe oder damit arbeite, dann macht das natürlich sehr viel mehr Sinn. Aber wir machen das einfach mal so, dass das zielführend ist. So, wir haben eine Excel-Statusbar. Auch hier will ich wieder lokale Variablen deklarieren. Lokale Variablen definieren. Und hier Code. Wir werden das Ganze hier einmal für alle drei Module gleich halten. Hier rein und hier rein. Das ist jetzt mal unsere Geschichte, dass wir das hier ordentlich formatiert haben. Hat den Vorteil, wenn es irgendwo einen Fehler gibt, kann ich explizit genau auf das eine Modul zugreifen und ich kann es auch abschalten. Ich könnte auch sagen, okay, ich möchte zum Beispiel das eine haben, das andere nicht. Dann könnte ich hier noch sagen, irgendeine Variable rein, zwei, drei oder mit Einstellungen unter lokalen Variablen. Mit einer boolischen Variable zum Beispiel, nutze Formular, nutze Grafik, nutze Statusbar. Das kann ich jetzt hier auch aus- und einschalten. Verwende Statusbar as Boolean zum Beispiel, dem verwende Grafik as Boolean und beziehungsweise hier oben noch verwende VBA Formular as Boolean. So, diese kann ich jetzt hier einstellen, wenn ich möchte. Verwende Statusbar, möchte ich zum Beispiel jetzt auf True haben. Erstmal verwende VBA-Formular ist gleich False, das möchte ich nicht. Und verwende die Grafik zum Beispiel ist auch False. Das kennen wir ja schon alles. Und mit diesen Werten kann ich jetzt arbeiten. Und jetzt kann ich ihm sagen, falls verwende Statusbar, then, also ich habe schon eine Wahr- oder Falschangabe, wenn wahr, dann soll er das aufrufen. Das gleiche hier. If verwende VBA-Formular, then call. Und hier machen wir das gleiche wieder. If verwende die Grafik, then call Modfortschritt. So, ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich, wieso ich das so mache. Das heißt, er soll nur das dann aufrufen, wenn dann hier wirklich die Statusbar in dem Fall aktiviert ist. Wir haben jetzt hier auf True gestellt, es wird auch nur die Statusbar generieren, auch wenn der andere Code vorhanden wäre. Das heißt, wir kriegen jetzt keine Grafik, wir kriegen keine Formularanzeige und so weiter. Das bleibt alles erstmal weg. Was wir natürlich noch machen sollten, ist,
Nee, das lassen wir noch weg. Das machen wir dann, wenn wir dazu kommen. Sonst verlieren wir uns wieder. Ich bin jetzt hier in der Statusbar. Das wird auch nur aufgerufen, wenn eben Statusbar oben eingeschaltet ist. Wenn man sagt, die möchte ich gar nicht haben, dann kann ich das ausschalten. Wir sind in der Statusbar. Das habe ich im letzten Modul schon mal gezeigt, im letzten Video. Das heißt, wir haben in der Statusbar theoretisch die Möglichkeit, dass wir unter Application Punkt können wir entsprechend sagen, die Application.Statusbar kann ich einem Werk geben. Hier ist mein Text und der wird dann entsprechend eingefügt. Und ich muss damit Application Status Bar ist gleich false, muss ich die wieder ausschalten, dass ich unten die Leiste wieder bekomme. Sonst sind hier die ganzen Buttons und die Anzeigen weg. Das macht hier aber keinen Sinn, sondern das machen wir hier unten, wenn wir fertig sind. Wenn ich kann ich sie so immer auf false stellen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Status Bar grundsätzlich wieder deaktivieren und normale Leiste in Excel anzeigen. Das ist schon mal eine gute Idee, dass man das gleich mal reinknallt hier. Das ist eine sehr gute Idee. Und hier haben wir eben den Statusbar-Text, der soll sich ändern. Wir haben jetzt hier übergeben die aktuelle Prozentzahl, die Zellennummer, die Gesamtzellen. Hier kann ich jetzt sagen, wir könnten es auch so machen, dass wir hier die aktuelle Prozentzahl nehmen und hier Prozent. Und hier machen wir eine Klammer. Hier rein machen wir die aktuelle Zelle Nummer und vielleicht ein Schrägstrich und Gesamt-T-Zellen und Klammer zu. Das heißt, erzeuge Status-Bar-Text und das wäre dann hier zum Beispiel 30% oder 50% von, weiß ich nicht, 300 von 600 zum Beispiel. So wird das aussehen. Das wird dann mitlaufen. So, das könnte man theoretisch so schon lassen. Ich starte hier oben wieder. Wir schauen jetzt hier unten links drauf, bitte. So, die Prozente laufen hoch und zeigt uns jetzt den Fortschritt an und später wird die Application Status Bar zurückgestellt. Das haben wir uns ja beim letzten Mal schon angesehen. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn man noch sagen könnte, ich möchte jetzt aber noch eine Statusanzeige haben. Eine Statusanzeige, zeige ich mal, die Statusanzeige könnte sein, dass man sagt, wir gehen hier hin, machen hier ein Anfangszeichen, hier starten wir, so ungefähr, und hier enden wir. Wenn wir dann irgendwo in der Mitte sind, sind wir hier, als Beispiel, es ist nur ins Blaue getippt, und wenn wir fertig sind oder ganz am Ende, sind wir hier. So, das ist hier quasi Start, Ende, Mitte. Das könnte man natürlich so machen. Und die Idee dahinter sind 9 Stellen, würde ich sagen. 2, 4, 6, 8, 9 Stellen bräuchten wir dazu. Hier rein und hier rein, sodass es ein bisschen mehr in der Mitte ist. Und das wäre so die Idee, was ich dann gerne unten noch dazu hängen möchte am Anfang. Und hier so ein Block sieht, wo dann der Pfeil weiterläuft. Das habe ich beim letzten Mal gemeint, man kann das Ganze grafisch ein bisschen optimieren. Dazu brauche ich auf jeden Fall erstmal ein Start- und Endzeichen. Könntet ihr auch trennen. Zeichen. Start zum Beispiel als String, ich habe ein Zeichen Ende als String, ich habe ein Zeichen aktuell als String, ein dem Zeichen leer, sage ich jetzt mal, als String und Zeichen Kette nenne ich das einfach mal als String. Die Zeichenkette enthält den kompletten String dann. Die lokale Variable fängt man so an, dass die Zeichenkette ist gleich erstmal das Zeichen Start. Also wir fangen mal an mit diesem, ja, mit dieser harten Geschichte. Die Statusbar werden wir uns dann später noch in späterer Folge anschauen. Erst brauche ich diesen String. Wie können wir das am besten lösen? Jetzt ist es so, dass wir natürlich sagen können, wir haben das aktuelle Element, habe ich ja. Aktuelle Zellennummer. Das ist ja okay. Ich muss gerade überlegen, wie wir das am besten lösen können. Ich müsste hier jetzt erstmal eine Prozentgeschichte bekommen. Auch hier brauche ich wieder eine Prozentangabe. Na, die habe ich ja schon. Wir werden Folgendes machen. Ich muss hier mal kurz meinen Spickzettel anschauen. Das heißt, wir müssten hier noch eine... Wir haben ja 9 Stellen. Deklariere eine... Aktuelle Stelle, es, mir reicht in der Integer, es braucht wirklich, könnte sogar eine Byte sein. Und
Ziehe eine Schleife und erzeuge den Fortschrittsbalken String, sage ich jetzt mal. Das macht man am besten so, dass wir sagen, aktuelle Stelle ist gleich, wir gehen hier von Stelle 0 bis 9. Das ist gut. Denn ich kann ja 0% haben oder ich kann nur 90% haben. Und bei 100 ist er ja fertig. Also das bringt uns nicht viel. Das heißt, wir haben hier next aktuelle Stelle. Wie mache ich das jetzt? Wir haben jetzt 9 Stellen. Woher soll mein Skript wissen, dass wir jetzt dort dabei sind? Wir haben quasi eine If-Bedingung. Das heißt, ich müsste erstmal prüfen, wenn ich sage, ich möchte eine gerade Zahl bekommen, kann ich Integer nutzen. Also er soll mir das Ganze zu einer ganzen Zahl berechnen. Dann haben wir hier unsere die aktuellen Prozent, die wir haben. Aktuelle Prozentzahl durch 10. Denn ich habe ja nicht 100, sondern ich habe 10 jetzt, auf den ich gehe, auf 10 Stellen. Von 0 bis 9 bin ich auf 10. Und hier müssten wir sagen, wenn das hier ist kleiner als unsere aktuelle Stelle, then, else, if, auch hier wieder aktuelle Prozentzahl durch 10, man könnte das auch mit einer Variable wieder machen, entspricht exakt unserer aktuellen Stelle, then, und ansonsten, end if. So, was macht uns das jetzt? Das heißt, wir sind hier. Die aktuelle Stelle ist kleiner als unser Prozentwert dividiert durch 10, weil wir ja auf ein Zehntel rechnen. Dann hätten wir hier, dass die Stelle genau passt. Die aktuelle Stelle passt. Und hier hätten wir dann die aktuelle Stelle liegt nach unserem aktuellen Prozentwert durch 10. So, das ist dann die else, dann ist das immer das. Und jetzt müssen wir den String noch ein bisschen aufbauen. Das heißt, jetzt können wir hier natürlich sagen, unsere Zeichenkette ist gleich unsere Zeichenkette und das wird jetzt ergänzt um das Zeichen leer in dem Fall. Das Zeichen leer ist dann quasi der Strich. Die haben wir noch gar nicht deklariert, sehe ich gerade. Wir müssen hier das Zeichen Start entspricht dann quasi diesem Balken. Zeichen Ende entspricht ebenfalls diesem Balken. Das Zeichen aktuell soll dann so ein Pfeil werden. Und das Zeichen leer entspricht dann ein Strich. So, dann haben wir genau das abgebaut wie oben. Wir starten hier unser aktuelles Zeichen, unser Leerzeichen oder eben es kommt erst oder es war schon mal. Und dann hier hinten nochmal das Ende. So, Zeichenstart ist okay. Dann haben wir auch die Zeichen drin, sonst können wir damit ja nicht arbeiten. So, die Zeichenkette wird jetzt ergänzt um ein Leer, wenn wir hier drin stehen. Also, ergänze um Leer. Das wäre dann zum Beispiel, wenn wir sagen, wir sind hier, irgendwo hier drüben. Sind wir gerade hier. Die aktuelle Stelle passt. Das könnte man quasi hier auch rüberstellen. Dann die aktuelle Stelle passt, wäre dann beispielsweise sowas. Wir sagen, wir sind hier. Und hier wäre das dann so, dass hier noch was kommt. Wir haben noch keinen Abschluss. So, hier drinnen können wir sagen, ergänze um passt, sage ich jetzt mal. Und die Zeichenkette ergänzen wir um die Zeichenkette. Und jetzt das Zeichen aktuell. Und hier unten bitte auch wieder ergänze um leer, denn wir sind jetzt hier quasi nach unserem Prozentwert. Das ist die Zeichenkette gleich die Zeichenkette und auch wieder das Zeichen leer. Wenn wir hier durch sind, durch diese Vorschleife, durch diese neuen Stellen, können wir sagen, jetzt wollen wir die Zeichenkette, nochmal die Zeichenkette verlängern und zwar um das Zeichenende. Wir müssen ja jetzt hier am Ende noch ergänze um den Schlussstrich. Das wäre dann quasi hier, wenn wir sagen, das ist dann so quasi, dass ihr hinten den Strich noch macht, egal wo unser Pfeil gerade ist.
Man könnte es auch anders lösen, wenn wir auch sagen können, okay, generieren wir uns die Länge draus und die Länge wollen wir ersetzen dann mit diesem, ja, mit diesem Dreieck. Pfeil eigentlich. So, jetzt ist es so, dass wir nur die aktuelle Prozentzahl haben. Ich möchte gern aber hier noch die Zeichenkette vorschieben und eine Leertaste. Und hier bitte auch wieder das Verketten. So, was passiert jetzt, wenn wir keinen Fehler gemacht haben? Müsste es eigentlich passen? Wenn ich jetzt hier diesen Code oben ausführe, müssten wir unten links jetzt so einen Laufbalken kriegen. Das tun wir auch. Jetzt kriegen wir hier quasi so eine kleine Mini-Grafik. Es zeigt uns auch an, so viel Prozent, so viele Zählen gemacht von so vielen Gesamtzählen. Und wir kriegen unten immer dieses kleine Furcher-Bild. VBA heißt auch, Sachen auf Holzwegen zu Ende zu gehen. Das heißt, solche Sachen gibt es nicht vorgefertigt. Die muss man selber bauen. Das ist nur ein Beispiel, wie man das machen kann. Kannst du auch mit einem Punkt machen oder mit X und mit O's. Also ich könnte auch sagen, ich mache hier zum Beispiel O's jetzt rein und hier mache ich ein X. Und wenn ich das nochmal starte hier oben, haben wir ein X, was durch die O's läuft. Oder statt die O's möchte ich Punkte machen. So, jetzt habe ich Punkte und da ist ein X. Ihr wisst, was ich meine. Zeichen, die ersten Strich, bei mir ist das hier so. Könnt ihr auch sagen, vorher, nachher, könnte ich auch machen. Ich sage, ich habe hier einen Balken und dann wird eben eine Leertaste vorne sein und hinten ist ein Strich. Das ist jetzt, ich habe halt hier vorne und hinten die Leerzeichen drin, wenn man danach kommt oder wenn man davor kommt. Ja, damit würde ich sagen, haben wir diese Box soweit durch. Mir fällt da keine bessere Idee gerade dazu ein. Schauen wir uns die zweite Sache an. Wir haben hier ein Formular. Das heißt, wenn ich da jetzt hier sage, ich stelle das hier auf False und lasse das durchlaufen, kriegen wir keine Anzeige mehr, weil die Anzeige nicht mehr berechnet wird. Ich möchte hier auf True stellen und hier ebenfalls auf True. Und zwar ist es jetzt so, dass wir zuerst mal, bevor wir in die Schleife gehen, müssen wir mal schauen, ist das Formular aktiv? Oder muss das Formular aktiviert werden? Muss das Formular aktiviert werden? Das heißt, wir müssen erst mal schauen, wir haben ja schon das Formular hier. Kann ich sagen, if verwende VBA-Formular, wenn, das gleiche wie zuvor, nur halt eben jetzt ein bisschen anderer Kontext. Wenn wir das VBA-Formular verwenden sollen, dann möchte ich gerne aus der Form Fortschritt Punkt Show machen. Und zwar mit einem Veränderer. Modal schlägt er hier vor. Ich möchte hier VB Modeless haben, damit ich das Fenster in der Laufzeit noch verschieben kann. Wenn ich hier das nicht anführe oder ich gebe hier Modal ein, dann überschreibt das Fortschrittsfenster die Excel-Oberfläche und ich kann hier nichts mehr machen. Dann sperrt das Fenster quasi meine komplette Oberfläche. So kann ich sagen, ich kann immer noch auf Excel klicken, ich kann darin arbeiten und das Fenster bleibt offen nebenbei. Es wird ja auch nur so lange offen sein, solange wir hier den Fortschritt sehen. Weil ich möchte da hinten auch wieder sagen, hier rein, Formular schließen, falls nötig. Beziehungsweise schließen ist vielleicht das falsche Wort, eher verstecken, falls nötig. Denn wir schließen es nicht, sondern verstecken es nur. Und zwar machen wir das mit Hide. Wir machen ja Show, zeige es an, und zwar so, dass du nicht Excel überlappst, also dass man das parallel nutzen kann in eigener Instanz. Und mit Hide kann ich das Ganze verstecken. Es bringt uns halt jetzt nicht viel, wenn ich hier jetzt starte, kriegen wir halt ein Fenster, wo nichts drin ist. Jetzt sind wir genau wieder da, wo wir hier oben waren. Jetzt baue ich mir das Formular zusammen. Hier kann ich sagen, Formfortschritt haben wir schon. Die Userform soll bitte heißen Fortschritt zum Beispiel. Das ist dann hier in der Kopfzeile drinnen. Ich würde hier gern gleich den Font ändern auf, mit Toma komme ich echt nicht klar. Calibri zum Beispiel mit 12 Punkt, damit das ein bisschen größer wird. Okay, das ist unsere Standardschrift. Wir überlegen uns jetzt, was wollen wir jetzt denn machen? Wir haben jetzt hier einmal ein Label. Das ist jetzt automatisch auch schon Calibri, weil wir das vorhin für das ganze Formular eingestellt hatten. Ich würde gerne hier opak auf transparent ändern, dass wir keinen Hintergrund mehr haben. Das hier ist einfach nur ein Standard-Label, das benenne ich auch gar nicht. Aber hier, aktuelle Zelle, können wir sagen, hier, wupp, hier hoch, das ein bisschen kleiner machen. Aktuelle Zelle und hier drüben mache ich jetzt mal ein minus 1 zum Beispiel rein. Das können wir auch kleiner machen, dass es etwas schöner aussieht. Hier näher ran. Und das überschreiben wir jetzt. Das ist jetzt minus 1. Das wird unser Label aktuelle Zelle. Aktuelle Position nennen wir das. Aktuelle Position. Was meine ich damit? Hier soll dann stehen Zelle 500 von 1500 zum Beispiel.
Das soll hier drin stehen. Dafür können wir die Caption-Eigenschaft benutzen, die gerade auf minus 1 steht. Das ist nur, damit ich weiß, dass hier irgendwas ist. Darum habe ich das hingestellt. Das hat noch nichts mit unserem Fortschrittsbalken zu tun, das zeigt nur mal die Geschichte an. Ich kann das Ganze auch noch erweitern, wo ich sage, okay, das Ganze noch mehr hoch. Und ein bisschen runter noch so. Und nicht aktuelle Zelle, sondern Prozent oder Fortschritt. Fortschritt ist dann hier, haben wir dann minus 1 Prozent. Hier soll der Prozentwert rein und das ist auch bitte ein Label. Fortschritt Prozent. Text. Fortschritt Prozent Text. So, und hier haben wir aktuelle Position Text. Damit ich das später auch weiß, ist wirklich nur der Textinhalt, den wir haben. So, ich kann auf die LBL, auf die Labels zurückgreifen und kann die jetzt hier deklarieren. Wenn ich sage, ich bin hier in meiner VBA, in meinem Code drinnen, kann ich sagen, jetzt gehen wir mal hier rein in das VBA-Formular. Brauchen wir irgendwelche Variablen? Erstmal nicht, mal schauen, was passiert. Schreibe die Textwerte neu. Das heißt, wir sind hier jetzt in der Form Fortschritt. Wir wollen auf das Label zurückgreifen. Aktueller Positionstext. Männchen, ich kriege einen Anruf rein. So, hallo, hallo, funktioniert das Teil? Ja, sieht gut aus. Ja, sorry, ich habe immer noch Anrufe. Während meiner Arbeitszeit natürlich gehört dazu. Gut, wir waren hier jetzt, wir wollten die Fortschritt, das Label hier anpassen. Ich habe ein bisschen die Optik umgebaut. Aber es ist nicht viel. Ich hatte jetzt ja Zeit, während des Telefonats sowas zu machen. Und zwar hätte ich gerne hier, ich habe das ein bisschen umgebaut. Wir haben hier die Fortschrittsanzeige, das ist Mod Fortschritt. Und gucken mal, das hier ist die Label Fortschritt Prozent Text. Hier hätte ich gerne Prozente angezeigt. Die LBL Prozent Text war das. Und zwar soll das sein eine Converter String. Ich möchte jetzt eine String aus einer Zahl machen. Und zwar die aktuelle Prozentzahl. Und danach hätte ich gerne ein Prozent reingesetzt. So einfach nur, dass ihr hier hinschreibt 100, 200, also 10, 20, 30 Prozent so. Dann haben wir in der Form Fortschritt, gibt es hier noch ein Label und das ist der aktuelle Positionstext. Und da können wir sagen, das ist jetzt die aktuelle Zelle. Das ist dann Converter String. Ich muss hier noch was ändern. Ich habe hier die Caption. Die Eigenschaft Caption muss ich ändern von diesen Elementen, nicht einfach nur das Label ansprechen. Und hier habe ich jetzt die aktuelle Zellennummer. Und hier kann ich wieder schreiben von und gesamte Zellen, gesamte Zellen und hier vielleicht gesamt hinschreiben. So, jetzt machen wir hier Folgendes, kriegen wir hier ein so ein Element eingeblendet, der uns das entsprechend anzeigt. So, gesamte Zellen, wir haben gesamte Zellen drin, habe ich irgendwo einen Debug-Fehler? Ne, passt alles. So, ich speichere das jetzt ab. Das heißt, wir kriegen dieses Element hier gleich angezeigt. Das hier kann ein bisschen kleiner. Der muss aktuell nicht so groß sein. So ungefähr. Und hier speichern. So, wenn wir das jetzt hier wieder ausführen, wir sind hier oben. In unserer Einstellung haben wir jetzt gesagt, wir wollen hier True haben. Statusbar wird generiert und auch dieses Element soll angezeigt werden hier. Also das Fenster. Das heißt, ich starte hier jetzt Fortschritt anzeigen. Upp. Macht er eigentlich schon, aber der ist auf der anderen Seite drüben. Ich muss hier mal kurz schauen, geht das hier? Darf ich jetzt hier nicht machen. So, erstmal hier Debug. Ich möchte hier das hier rüberziehen. So, das, hoffentlich merkt er sich das. Und er wird uns sagen, 20% Fortschritt, 1023 von 1058 gesamt. Die Sache ist folgende. Das Problem ist, ich arbeite hier mit vier Schirmen. Zwei oben, ein rechts, ein Hauptschirm. Und das kann passieren, wenn ich jetzt hier so ein VB-Editor jetzt über mehrere Fenster überlappe, dass er das woanders hinsetzt. Man müsste sich überlegen, ob er hier nicht sogar den Standort hier mal fixiert, zum Beispiel hier oben. Oder irgendwo hier in der Mitte, im ersten Fenster. Irgendwie so. Okay, das klappt auf jeden Fall weiter. Aber er aktualisiert es nicht. Und warum aktualisiert er nicht? Weil wir hier was Spezielles brauchen. Wir brauchen hier ein Event-Do. Und zwar Event-Do heißt... Oder Do Event. Kurz mal nachschauen. Do Event war das. Brauche ich nicht so. Do Events. Und zwar ist es so, dass wir hier
einmal sagen müssen, die Oberfläche muss darauf reagieren, wenn wir jetzt hier eine längere Operation haben. Also ihr kennt das sicherlich, wenn man eine Do-Loop-Schleife macht, hat man so 5 Sekunden ungefähr Zeit, um das Skript abzubrechen. So eine Endlosschleife. Wenn ich das übersehe, hängt sich Excel komplett auf und reagiert nicht mehr. Das hat er mir jetzt auch gehabt. Er hat zu lang, zu viele Operationen gemacht und die Oberfläche reagiert nicht mehr. Ich konnte das Fenster auch nicht rüberziehen. Um dem entgegenzuwirken, kann ich hier aktualisiere die Zugriffsbereitschaft auf die Excel-Applikation, sage ich mal. Also alles, was mit Excel zusammenhängt, kann ich jetzt mit, lass mich schauen, weil jetzt mal ist falsch geschrieben, Do-Events zusammengeschrieben. Dann macht er das hier so. Und damit kann ich eben garantieren, dass das Ganze responsiv bleibt und es wird mir immer wieder angezeigt. Das heißt, wenn ich das hier wieder starte, hier nicht, hier oben, so, und jetzt zeigt das auch an. Er braucht jetzt aber länger, weil das hier kann das signifikant, kann der Code länger dauern, wenn wir das aktivieren. Und immer wenn wir das aktivieren, sehen wir hier, super, Fortschritt läuft. Ich würde gerne jetzt hier einen Start-Button hier hinstellen. Das heißt, wir machen hier einfügen, einfach eine Form mit sowas. Wupp. Starten. Und das möchte ich gerne hier einmal Start. Das Ganze hier so und so. Sehr viel größer, dass es gut sichtbar ist. Und diesen Button Rechtsklick möchte ich mit dem Makro zuweisen und zwar Fortschritt anzeigen. Die anderen sind ja, brauchen ja Argumente und damit sind die gar nicht in der Auflistung drinnen. Und kann ich sagen, hier starten. Und das Fenster kann ich auch verschieben. In der Zeit bleibt aber das Fenster natürlich stehen. So, das ist der Vorteil. Unten haben wir auch unsere Anzeige. Die könnte ich auch hier verwenden, wenn ich möchte. Wie man sieht, das klappt ganz gut. Was ich jetzt noch haben möchte, ist hier ein Balken, der mitläuft. So ein Fortschrittsbalken. Wir machen das ganz auf einfach, ganz auf easy. Und zwar, wenn wir das Fenster etwas erhöhen und der Fortschritt, den möchte ich hier gerne drin haben. Und zwar einmal baue ich hier ein Bild ein, klick, das ziehen wir ungefähr auf die Breite, wie wir es brauchen und können wir relativ schmal machen, relativ schmal, hier nach oben. Das ist unser Hintergrund. Der kann ruhig grau bleiben und das Ganze möchte ich nochmal kopieren, ein bisschen schmäler, hier schmäler, hier schmäler. Und hier vielleicht auch schmäler. Hier so rein. Mach den mal noch einen Ticken höher, den hier auch, damit wir einen Text reinkriegen. Gut. So, und hier kann ich eine Caption, gibt es hier nicht, es ist nur ein Bild, aber das Bild, dem kann ich eine Farbe geben. Wir haben jetzt zwar kein Bild drinnen, aber das kann man so als Textbox nehmen. Also als Anzeigebox. Und das ist halt dann so dunkelblau zum Beispiel. Das ist unser 100% Balken. Es ist so, dass wir hier eine Width-Eigenschaft haben, eine Breiten-Eigenschaft. Die hat 216 Punkte Breite. So, dann müsste ich hier das einmal definieren. Lokale Variable brauche ich jetzt einmal die gesamte Breite. Also Balken, gesamte Breite. Das muss eine Integer sein, das muss eine gerade Zahl sein oder eine Long. Es darf keine Double sein. Sonst kriegst du hier astronomische Breitenwerte. Dann haben wir dem Balken aktuelle Breite oder Breite aktuell und Breite gesamt. Auch eine Integer. Breite gesamt ist besser, dann haben wir das zusammenstehen. So, was macht das jetzt? Wir müssen hier sagen, die Balkenbreite Gesamt entspricht immer einem festen Wert. Und zwar ist diese Balkenbreite immer 216, ist der maximale Oberwert, den wir haben können. 216. Das sind im Regelfall Punkte und keine Pixel. Das heißt, wir arbeiten hier mit der Displayauflösung. In meinem Fall glaube ich 600 dpi Auflösung bei dem Schirm. Geht auch vielleicht mit 300, muss man dann schauen, was er hinschreibt. Du Events, das sieht gut aus. Sondern das müssen wir hier mal durchberechnen. Berechne die aktuelle Breite des Balkens. Auch hier muss ich wieder schauen. Wir haben eine gesamte Breite. Gesamte Breite ist 100%. Und wir haben jetzt hier aktuelle Breite, muss entsprechend sein, unsere aktuelle Prozentzahl. Also prozentweise irreführend, weil das ist ja kein Prozentwert, den wir haben. Das heißt, das ist unsere Berechnung. Die Berechnung muss also heißen, immer Diagonale zuerst multiplizieren, dann dividieren durch den gesuchten Gegenwert. Das heißt, wir haben die aktuelle Breite, brauchen wir jetzt. Wir werden jetzt hier Balkenbreite aktuell ist gleich
die gesamte Breite, die wir haben, die gesamte Breite, Balkenbreite gesamt, mal der aktuellen Prozentzahl, aktuelle Prozentzahl, dividiert durch 100. So, damit wissen wir genau prozentual, wie weit ist unsere Breite davon entfernt. Das können wir wieder rausschmeißen. Und diese Balkenbreite möchte ich als With-Geschichte nehmen, auf Form Fortschritt. Und zwar, das geht jetzt so nicht, weil ich habe jetzt hier noch keine, das Image 2 werde ich mit IMG machen. Fortschritt Balken, nenne ich das einfach mal. Image, Fortschritt Balken. Ist ja trotzdem ein Image. Es ist, also ich nutze hier die ungarische Notation für Elemente in Formularen. Die nutze ich aber nicht für eigentliche Variablen. Das muss ich immer dazu sagen. Image und Fortschrittsbalken. Und da gibt es die Eigenschaft, haben wir ja schon gesehen. Wenn ich hier draufklicke, sehen wir hier die Eigenschaft with. Die with-Eigenschaft entspricht jetzt der Balkenbreite aktuell. Setze Balkenbreite prozentual. Speichern und hier nochmal ausführen. Jetzt müssten wir hier diesen Balken kriegen, bis auf 100 ist. Kann man farblich anpassen, man kann es jetzt doch noch manuell etwas kleiner machen und richtig anpassen, dass es wirklich hübsch ist. Aber so als Beispiel würde das gehen. Man kann jetzt doch sagen, ich habe hier die Prozentzahl, die noch drüber geht und bis 50% soll der Text schwarz sein, danach wieder weiß, damit er lesbar bleibt zum Beispiel, könnte man auch machen. Das heißt, wir haben hier jetzt bevor wir das machen, müssen wir nochmal unser Formular ein bisschen adaptieren, ein bisschen anpassen. Mache ich das immer zu oder warum ist das weg? Und ich möchte hier nochmal einen Text haben. Und der Text ist genauso groß wie wie das hier. Und zum Beispiel möchte ich den hier haben. Das ist jetzt Label Prozent in Balken. So, das ist auch das hier. Das soll nicht left, sondern center ausgerichtet sein. Man sieht, hier ist ein bisschen zu hoch. Und den würde ich ein bisschen nach unten setzen, wie unsere üblichen drei Punkte nach unten, ist immer eine gute Idee. Oh, Steuerung Z, das war so nicht gedacht. 219. Stopp. Das war falsch. Von Top möchte ich drei Punkte runtergehen. War ein bisschen viel, machen wir nur zwei Punkte. Ist ein bisschen schwer lesbar jetzt, sowieso haben wir ziemlich in der Mitte diesen Prozentwert. Und der ist immer genau mittig, weil ich ja hier genau die Größe angebe von diesem Element hier, von diesem blauen Balken. Genau hier in der Mitte möchte ich sein. So, und dieses Label Prozent Balken hat auch eine Backcolor, beziehungsweise eine Vorcolor, eine Schriftfarbe. Das heißt, das kann ich hier auch dann eins zu eins kopieren, das hier entsprechend nehmen. Kann es auch mit RGB wieder definieren, wenn ich möchte. Das heißt, ich habe jetzt hier wieder, wir haben hier die Textwerte neu schreiben, das können wir auch hier wieder nehmen. Das mit dem Prozent ist ja okay, aber das ist nicht die Label Fortschritt Prozent Text, sondern das ist die Label der Prozent in Balken. Und zwar das ist hier die Caption. So, dann ist hier der Text schon mal drinnen. Jetzt werden wir noch die Farbe für den Balkentext setzen. Das heißt, hier muss ich jetzt natürlich fragen, falls die Prozent, die wir haben, aktuelle pro Prozentzahl ist kleiner als 50, dann soll er es schwarz schreiben, weil dann haben wir einen grauen Hintergrund. Else and if. Und hier ist Balken ist 50% und höher blau. Schreib weiß. Und hier möchte ich das gerne haben. Balken ist unter 50% grau. Schreib schwarz. So, und dann kann ich hier meinen Code noch einbauen, wenn ich sage, dieses Label, was wir haben, Fortschritt.lbl, Prozent in Balken, der Text, Punkt, die Vorcolor, ist gleich zum Beispiel die RGB. Und hier möchte ich jetzt den Text in schwarz haben, 0,0,0, müsste eigentlich funktionieren, wenn es weiß. Und falls das nicht funktioniert, else, haben wir in der Form Fortschritt, im Label für unsere Prozent-Textgeschichte, nee, Prozent im Balken war das. Prozent im Balken, die Vorcolor, soll dann bitte weiß werden. Und das ist dann 255, 255, 255. Ich hoffe, das funktioniert hier. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das werden wir gleich sehen. Ist ein Fehler, Subroutine Function nicht bekannt. Okay, dann können wir hier das anders lösen. Wir werden hier das stoppen einmal. Warum jetzt
das nie anzeigt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Lässt das mal weg. So, wir haben hier einmal die Four-Color. Machen wir mal ein Copy. Die Four-Color in Schwarz sollen bitte so werden. Machen wir das mal so. Und die Four-Color in Weiß. Ich kopiere das einfach mal rein. Kann auch sein, dass ich unter Anführungszeichen setzen muss. Und die Palette Weiß ist dann so. Das kann übrigens auch fett geschrieben werden, damit das besser lesbar wird. Und das hier ist quasi dann der Offset für diesen Wert. Geht das besser? Schwarz, weiß. So, und damit kriegen wir hier immer die richtige Farbe geliefert und es bleibt lesbar. Ja, jetzt können wir das Formular noch verkleinern, damit das auch wieder ordentlich aussieht. Das heißt, hier nicht so groß machen, so ungefähr. Wir starten hier, ich kann das auch wie gesagt wegschieben. Ich habe hier den Fortschrittsbalken, ich könnte noch ein Abbrechen machen, damit er die Sub dort beendet. Wenn man dorthin klickt, könnte man machen, dass man einfach mit End abbricht. Könnte man auch noch machen, wenn wir sagen, wir haben hier jetzt den Fortschrittsbalken, mache ich hier ein Abbrechen rein. Wenn irgendwas schief geht, mache ich hier noch einen Button hin. Abbrechen, Command-Button. Das ist halt nicht so hübsch, muss man dazu sagen. Ich nenne das BTN für Button und Abbrechen, damit ich weiß, was das ist. Das ist Cancel ist hier true. Das heißt, mit Escape-Taste breche ich das ganze Skript ab. Und hier auch wieder abbrechen und vielleicht die Farbe nicht so weiß in der Palette, sondern rötlich. Wenn ich hier dann doppelklicke, dann soll hier bitte abbrechen. So, und wenn ich hier klicke, möchte ich einfach nur Skript hart abbrechen. End. So, und damit habe ich erzeugt, dass eben, oder habe ich es geschafft, dass das sofort abbricht, wenn ich dort hinklicke. Man könnte es auch breiter machen und dann entsprechend irgendwann das hinziehen, damit das kompakter wird. Aber müsste eigentlich gehen, drücke ich auf Abbrechen, hört auf zu arbeiten. So, damit habe ich hier eine kleine Steuerelementgeschichte. Mit Escape kann ich auch direkt abbrechen. Mit Enter in dem Fall auch, weil ich nur einen Button habe. Weil automatisch auch der Enable-Button ist. Gut, das funktioniert. Jetzt haben wir noch eine Möglichkeit. Auch unten, das läuft fleißig mit. Je mehr, dass wir solche Operationen machen, desto länger dauert natürlich auch die gesamte Operation in Summe. Muss man sich immer vor Augen führen. Ich würde gerne jetzt hierher gehen und würde, wenn wir jetzt sagen, wir hätten hier zum Beispiel keine Gitternetzlinien, dann kann ich jetzt schöner zeichnen. Ich kann sagen, ich mache hier einfügen, ich möchte eine Form einfügen, mache mal das Ganze für das Element hier oben. Wir machen so ein abgerundetes Rechteck wieder. Das ist unser Fortschrittsbalken. Den kann ich komplett rund machen. Der Vorteil ist, ich kann solche Elemente viel schöner definieren. Formeffekte kann ich sagen, okay, wir haben hier einen Schatten. Der Schatten soll bitte unten sein. Dann sieht das auch ein bisschen plastischer aus. Ich hätte gerne hier entsprechend den Außenrahmen. Wollen wir einen Außenrahmen haben? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Formkontur machen wir mal weg, würde ich sagen. Keine Kontur. Geht das? Hat er jetzt nicht genommen. Formkontur keine. Jetzt. Jetzt haben wir nur noch den Balken in Blau. So, diesen Balken möchte ich gerne grau haben. Und zwar Fülleffekt. Hier hätte ich gerne grau. Sowas. Und hier drin, das soll immer mehr blau werden, je mehr Füllung wir haben. Dazu würde ich auch sagen, hier wieder einmal runterziehen. Und den legen wir dann später genau hier drüber. Dieser Balken wird dann später den überdecken und wird hier, das sollte ihn überdecken und damit möchte ich hier den Fortschritt simulieren. Dieser hier kann Textkontur, Formate haben wir schon, Fülleffekte, machen wir den auch wieder so in Blau. Oder ich könnte auch einen Farbverlauf benutzen, dass ich sagen, okay, mache hier so einen Horizontalverlauf zum Beispiel. Und dieser Horizontalverlauf soll ein bisschen geändert werden. Farbverlauf, weitere Farbverläufe. Und ich würde gern hier grau auf grau auf grau. Das kann ja gehen, kann man sagen, hier ist dann doppelklicken, ne, kann ich nicht hier. Farbe, dieses Blau. Hier möchte ich dann ein bisschen dunkleres Blau. Und hier ist ganz dunkles Blau. So, dass wir hier so eine Abstufung kriegen. Und das soll ja hier so mitziehen, damit wir so einen Effekt kriegen, als wenn hier was laufen würde. Und wenn er voll ist, puck, abbrechen. Und die minimale Breite dürfte hier dann entsprechend das Radial sein, was wir hier haben. Die Breite. Müssen wir dann schauen, wie breit wir gehen müssen. Okay. Sieht aber ganz okay aus. Damit ich jetzt damit arbeiten kann, ich habe jetzt einen Hintergrund, den brauche ich ja
um das Ganze besser darstellen zu können. Hier könnte ich jetzt den Schatten übrigens wegnehmen. Den brauche ich jetzt hier nicht, sonst haben wir einen doppelten Schatten. Den Formeffekt vom Schatten bitte kein Schatten. Weil wir haben hier effektiv, der Schatten wird ja generiert durch das andere Bild. Den möchte ich ja nicht überschreiben. Das heißt, der bleibt ja so. Können wir hier vielleicht noch einen Ticken nach oben, damit das hübscher aussieht? Und ist das auch okay so? So ist es okay. Mit diesem Schatten und der soll hier nach oben gehen. Und wenn hier voll ist, 100%. Auch hier gilt, hier müssen wir erstmal einen Namen definieren. Wie definiere ich einen Namen von so einem Element? Ich habe links oben in der Bearbeitungsleiste, habe ich hier das eine Feld, mit dem man normalerweise Zellennamen definieren kann. Ich kann hier auch solche Elemente benennen. Zum Beispiel Balken, Fortschritt, Blatt. Der Blattbalken ist vielleicht noch besser. Blattbalken. Ich kennzeichne meine internen Blattvariablen grundsätzlich immer mit einem Unterstrich am Anfang. Das kann man machen, muss man nicht. Man kann auch nur den Namen nehmen. So, jetzt ist immer wichtig zu wissen, wie breit ist das Ding? Wie komme ich denn da jetzt dran? Unsere maximale Breite habe ich auch hier wieder. Ich passe es einmal richtig schön an, dass es hinhaut. Und wir müssen jetzt hier auf diese Shape zurückgreifen, auf diese Blattbalkenfortschritt. Ich kopiere mir das, weil wir haben hier kein IntelliSense dafür. Wir gehen jetzt auf die nächste Geschichte und zwar kann ich das hier ein bisschen verkleinern, dass ich das hier besser darstellen kann. Wupp, so. Und zwar Direktbereich. Debug Print. Wie komme ich jetzt, ich möchte es den Wert ausgeben lassen von der Breite, die wir jetzt haben. Ich sehe ja nirgendwo, wie breit das wirklich ist. Ich habe keinen Wert, wo ich das ablesen kann. Das heißt, wir haben hier eine Breitenangabe, indem wir auf unser Worksheet zugreifen. Hier gibt es dann die, jetzt muss ich kurz mal nachschauen, ich glaube, das waren die Forms, mich nicht alles irrt. Es waren Shapes. Es ist eine Shape, das ist eine, ja, eine Form in dem Sinn. Und in dieser Shape möchten wir zugreifen auf ein Array normalerweise, auf den Index. Und der Index heißt so, wie meine Geschichte heißt. Und hier gibt es die Eigenschaft with. Wenn ich jetzt Eingabe sage, ist das 275,25. So, die Breite ist gerade 275,25. Wir arbeiten hier mit Punkte und nicht mit Pixel. Also das Pixel werden ja immer volle Zahlen. Das merke ich mir. Ich habe es ja da stehen. Wir müssen jetzt unser Modul hier ein bisschen anpassen für die dritte Stufe. Und zwar brauchen wir hier wieder eine Balkenbreite oder Blattbalkenbreite, Balkenbreite gesamt oder maximal besser gesagt. Ja, gesamt ist gut. Und das muss jetzt, darf jetzt keine Long werden, sondern das ist eine Double. Ich habe eine Nachkommastelle. Und diese Blattbalkenbreite gesamt entspricht 275.25. Das ist unsere Breite, die wir jetzt hier haben. Was ich auch noch brauche, ist die Blattbalkenbreite aktuell. Wie wir schon wissen, 31 Zeichen, länger soll es nicht werden. Hier auch für eine Double bitte. Und hier wäre vielleicht eine Min nicht schlecht. Aktuell und Minimum. Blatt, Balken, Breite, Minimum, S, Double. So, und die minimale Breite, die wir haben dürfen, ist quasi so, dass wir das hier so ein bisschen rund kriegen. Kleiner wie so darf es nicht werden. Sonst kriegen wir hier danach ein Problem. Bisschen breiter ziehen noch. Ist das hier zu weit unten? Ja, das ist zu weit unten. Jetzt, ne? Jetzt stimmt's. So, dass wir hier einen schönen Kreis kriegen, so halbwegs, wenigstens. So, das ist die minimale Breite, die ich hier annehmen möchte. Und das gleiche machen wir jetzt nochmal. Das war 44,25. So, die Minimumbreite, was wir haben dürfen, Blattbalkenbreite Minimum, ist gleich 44,25. Minimum, nicht Min. Achso, wir wissen, wo ist das Minimum und wo ist die gesamte Geschichte. Das heißt, es ist so, dass wir nicht bei 0 anfangen und gehen auf die Gesamtbreite, sondern wir brauchen jetzt auch so einen Arbeitsbereich, sage ich mal. Ich brauche noch einen Arbeitsbereich jetzt, weil ich nicht bei 0 starte. Dem Blatt, Balken, Breite, Bereich, sage ich mal. S, Double auch wieder. So, was ist dieser Bereich, den wir jetzt brauchen? Wir haben jetzt natürlich starten hier und wollen nach rechts gehen. Das heißt, wir haben hier schon mal Minimum diesen Wert
Aber die Balkenbreite gesamt hilft uns nur indirekt was. Wir brauchen den Bereich. Blattbalkenbreite Bereich entspricht dann der Blattbalkenbreite gesamt abzüglich dem Minimum. Blattbalkenbreite Minimum. So, damit können wir gewährleisten, dass wir nur noch diesen Bereich von hier bis ganz nach rechts quasi, bis hier, dass wir nur diesen Bereich nutzen. Und nicht von 0, sonst kriegen wir einen Strich an so einem Balken. Ich möchte hier so einen Kreis haben. Und dann möchte ich bis nach rechts gehen. Ich darf aber nur ab hier starten. Und damit gilt auch nur dieser Arbeitsbereich, den wir befüllen dürfen. Ich muss mit dem Arbeitsbereich arbeiten. So, unser aktueller Wert, den können wir uns dann gleich anschauen. Ich bin natürlich hier wieder viel zu hoch jetzt. Jetzt. Hier Code. So, wir müssen hier erstmal wieder die Prozente rechnen. Wie breit darf der Balken sein? Auch hier gibt wieder Blattbalkenbreite aktuell. Entspricht jetzt, müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das am besten rechnen können. Das heißt, wir haben jetzt hier die 100%, die wir ja haben, die maximale 100%. Das ist auf jeden Fall jetzt ist der Bereich, der Blattbalkenbreitenbereich. Das ist jetzt nicht das Gesamt, denn ich bin ja hier jetzt nur mehr in einem gewissen Teilbereich. Außerdem habe ich hier noch unser gesuchter Bereich, also die aktuelle Prozentzahl. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell, was das angeht. Und die aktuelle Prozentzahl wäre dann unsere Bereichsgeschichte, ne, unsere aktuelle Geschichte, aktuelle Prozente. Und das ist der Balken aktuell und das ist der Balkenbereich. So, das müsste eigentlich stimmen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verhaut. So, das heißt, unsere aktuelle Balkenbreite, die wir haben, hier unten, die wird gesucht. Wir multiplizieren den nebenliegenden mit der Diagonale. Das heißt, auch hier wieder unsere aktuelle Prozentzahl, die wir haben. Aktuelle Prozentzahl. Multipliziert mit dem Balkenbereich, den wir jetzt haben. Mit dem Blattbalkenbreite-Bereich. Und dividieren durch 100. Damit müssten wir die richtige Breite kriegen. Setze das Shape-Element auf die korrekte Breite. Das heißt, hier kann ich jetzt sagen, ich möchte jetzt hier, und wie es Fortschritt, das kann ich von unten gleich abschreiben, ich möchte auf die Shapes zurückgreifen. Hier gibt es dann das Blatt, also mein Element heißt es so, Blatt, Balken, Fortschritt. Kannst du zumachen. Punkt, with. Und das entspricht jetzt dieser Blattbalkenbreite aktuell. So, das ist schön. Ich hoffe, dass das funktioniert. Speichern wir mal ab. Ich bin gespannt, ob das geht. Wird aktuell nicht gehen, weil wir das ja noch ausgeschaltet haben. Wir machen hier auch True rein. Dafür möchte ich das Formular ausschalten. False. Kann ich jetzt ganz einfach mit Ja und Nein aus- und einschalten. Das heißt, wenn wir hier wieder starten, passiert erstmal gar nichts. Das ist schön, weil wir hier auch wieder das Problem haben. Ich muss hier noch die Differenz dazu rechnen, glaube ich. Sonst klappt das nicht. Doch, nee, es hätte so gestimmt. Stimmt doch nicht ganz. Meine Berechnung stimmt doch nicht ganz. Wir müssen auch hier wieder ein Events-Do machen. Ansonsten kriegen wir hier wieder das Problem, dass er hier den Fortschritt nicht anzeigt, weil die Oberfläche hängen bleibt. Und wir haben das Formular nicht aktiviert, was die Events-Do aktivieren würde. Das heißt, wir müssen hier jetzt wieder sagen, wir müssen hier die Events Do durchführen, die Excel-Applikation wieder ansprechbar machen. Do Events müssen wir haben. So, sonst klappt das ja nicht. Starten, so. Man sieht schon hier, sieht nicht so schlecht aus. Starten, wir fangen trotzdem bei 0 an. Das heißt, der Fehler ist, dass wir bei 0 starten. Mit anderen Worten, wir müssen hier den Minimumwert haben. Wir dividieren uns das durch, plus die 44,25 müssen wir noch dazu rechnen. Das heißt, wir müssen hier noch eine Klammer machen. Das ist nicht gemeint vom Dingens. Hier eine Klammer, dass er zuerst mal diesen Prozentzahlwert rechnet, plus unseren Blattbalkenbreite Minimum. Muss er auf jeden Fall haben. Speichern. Gucken wir nochmal.
Ja, jetzt klappt's auch. Der Fehler war, ich habe den Menübereich nicht mitbenutzt. So, jetzt zieht auch der Balken ganz ordentlich mit. Kann man auch kleiner machen, kann man anders skalieren. Die Breite muss halt immer zusammenpassen mit dem, was ich einstelle. Auch hier könnte ich noch einen Text drüberlegen und ja, zum Beispiel nochmal einfügen. Wir machen hier noch ein... Einfügen ist gut, wo ist denn das drin? Ich suche das jedes Mal. Formen, hier ist ein Textelement. Das Textelement möchte ich hier haben. Heißt aktuell Textfeld 4. Und hier könnte ich halt sagen, ist unser Prozentwert drin. -1%. Auch der hier bitte so und so. Der kann auch hier wieder rein. Ups. Hier runter. Hier rein. Ich meine, ich könnte es auch anders lösen. Wir könnten es auch etwas mühsam machen. Wenn wir sagen, -1% gibt es ja auch hier. Ich kann das ja auch in diese Shape reinsetzen. Nicht verschieben. Ist, wo es genau passt. Würde ich es ungern verschieben. Machen wir das mal größer, das so, 18. Und hier kann ich allerdings was anderes machen. Hier muss ich jetzt nicht die Farbe ändern, sondern hier könnten wir sagen, wir machen hier bei den Textoptionen, machen wir eine Kontur rein. Das könnte man natürlich machen. Hier könnte man noch ein bisschen die Transparenz erhöhen, 30%, Textkontur, eine einfarbige Linie, zum Beispiel so ein sehr, sehr dunkles Grau rein. Das kriegen wir eine ganz leichte Geschichte. Das heißt, bei Starten wir das so machen. Jetzt zieht das automatisch in diese Geschichte mit. Ist am Anfang ein bisschen mühsam, weil das noch nicht richtig anzeigt. Ich könnte das halt kleiner machen noch. Die Textgröße. So starten. Ups. So, jetzt zeigt er die Prozente auch immer richtig an. Es wird ja das Minus auch noch wegkommen. Es würde gehen. So, ich werde mir das Minus rausnehmen. Und zum Schauen, wie groß darf ich werden, bevor der abbricht hier. Das Schöne ist, dass wir mit dieser Formel, wie die es vergrößern, hier das immer zentriert halten. Die Prozentangabe. Wenn ich das nicht möchte, muss ich hier schon effektiv ein Element drüberlegen. So ein Textelement. Machen wir das nochmal größer. Wie würde das aussehen? Das würde nicht ganz gehen. Und mache ich hier mal noch ein bisschen kleiner. Gehen wir auf 20, geht das. Er schneidet immer noch ab. Ja, okay. Mach mich halt 18. Jetzt geht's. Es bleibt bei 1%, wird auf jeden Fall angezeigt. Das passt hier rein. So, man sieht auch hier, wenn das kleiner wird, skaliert der halt mit. Wir sind halt ungefähr hier. Kann sein, dass hier bei 1% gerade noch so abbricht. Und ja, hier bei 1% und der skaliert halt dann rechts mit, bis er auf 100% ist. Auch ganz nett. Um diesen Wert zu ändern, müssen wir jetzt ein bisschen in die Trickkiste greifen. Und zwar haben wir hier, setze den Text im Shape-Element. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Wir müssen in Fortschritt gehen, in die Shapes. Wir greifen wieder unsere Blattbalken-Fortschritt an. Punkt Text war das nicht. Das muss ich selber wieder nachschauen. Ich muss da jedes Mal wieder schauen. Das ist der Text-Frame 2, ist das. Die Text-Range eigentlich. Also ich bin noch nicht in der Klammer zugewiesen. So, Text, Frame 2. Hier möchte ich dann auf die, lass mich schauen, dass ich keinen Blödsinn mache, Text Range heißt das. Auf die Text Range zugreifen. Dann gehen wir auf die Characters, auf die einzelnen Buchstaben. Und hier drinnen gehen wir auf den Text, auf den kompletten Text. Ja, sorry, das ist jetzt von mir. Es geht wirklich nicht anders. Es ist wirklich so. Außer du hast ein Textelement, dann ist es leichter. Und auch hier habe ich jetzt wieder die Prozente, die haben wir schon übergeben bekommen. Das heißt, unsere, ich möchte hier Convert to String, ich brauche einen Text aus der aktuellen Prozentzahl. Und danach möchte ich gerne das Prozentzeichen haben. So, jetzt haben wir im Prinzip, wenn alles gut geht, das auch geschafft. Jetzt rechnen wir auch hier wieder mit. Ist ein bisschen mühselig, tatsächlich, mit so einer Grafik, aber es sieht gar nicht schlecht aus. Kann man natürlich jetzt, wie gesagt, auch noch mit dem Label drüber ziehen und auch mit diesem Konstrukt. Das ist leider wirklich nicht leichter machbar in Shapes, dass man das so macht. Geht leider nicht anders. Dafür hat man ein recht hübsches Layout, wie ich finde. Gut, das heißt, wir können hier noch sagen, wir schalten jetzt noch für den letzten Test alles ein. Wir sagen, wir wollen auch hier bitte True haben. Wir wollen das Formular verwenden, Statusbar zum Testen mal false, dann wird eben unten nichts mehr angezeigt hier. Starten, es macht das unten nicht mehr. Wir haben jetzt dafür das Formular.
inklusive Abbrechen. Und ich kann auch Abbrechen einblenden zum Button, mit dem man das Skript abbricht, wenn wirklich alles reißt. Sagen hier noch ein, einfach noch so ein Grafikbutton mit Abbrechen rein, könnte man machen, dass dir angezeigt wird, sobald hier das läuft. Ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich das so mache, das sieht so 90 Jahre aus, oder ob ich das ziemlich modern mache mit diesen Shapes. Und ganz nett, wie gesagt, ich persönlich bin jetzt mit den Formularen, die sind leicht zu programmieren, aber ist halt nicht so der Brüller. Ich bin persönlich ein Freund von diesen Statusbars. Also ich drücke hier drauf und habe hier unten, kann ich halt mit der Grafik das schön definieren. Habe ich auch schon bei einem oder anderen Element gemacht. Man kann es auch nur einrücken, dass mir mittig steht. Schön. Ich bin da voll guter Dinge. Ja, Leute, kenntet ihr das schon? Gibt es Verbesserungsvorschläge? Würdet ihr was anders machen? Ist ein relativ langes Video geworden, sorry dafür. Es ist halt auch recht umfangreich, was wir gemacht haben. Gefällt euch sowas? Sollen wir sowas öfter machen in der Richtung, so Anwendungsbeispiele? Ja, Daumen hoch auf jeden Fall da lassen, gerne einen Kommentar unten rein, die Glocke nicht vergessen, um die nächsten Videos nicht zu verpassen und natürlich abonnieren, um auf der Startseite auch hier und da meine Einträge zu finden. Und das würde mich natürlich auch ein bisschen weiterbringen, dass da meine Videos bekannter werden. Auch wenn ich mich jetzt entschieden habe, das Ganze rein als Passion zu betreiben, ohne irgendwie eine kommerzielle Aussicht zu haben. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, euer Mac.